Willkommen zu Zeiss Reverse Engineering, Ihrer Softwarelösung für Flächenrückführung und Werkzeugkorrektur. In diesem Video lernen Sie die Benutzeroberfläche kennen, Sie erfahren, wie Sie Daten importieren und wir sprechen über wichtige Mausbefehle und Selektionen. Legen wir los! Wenn Sie Zeiss Reverse Engineering oder kurz ZRE öffnen, sehen Sie den Startbildschirm. Hier können Sie ein bestehendes Projekt öffnen, ein neues Projekt erstellen oder eines der zuletzt verwendeten Projekte auswählen. Erstellen wir ein neues Projekt. Die Software erzeugt ein neues Projekt und zeigt das Koordinatensystem in der Mitte des CAD-Fensters an. Mit Steuerung 0 können Sie das Koordinatensystem ein- und ausblenden. Importieren wir als erstes Daten. Sie können sie ganz einfach mit Drag and Drop ins Projekt ziehen. Alternativ können Sie Importieren verwenden und den Dateityp auswählen. Sie können Punktwolken, Netze und Geometrien importieren. ZRE unterstützt eine Vielzahl von Datenformaten, wie zum Beispiel Text, CSV, STL und STEP-Dateien. Eine vollständige Liste aller unterstützten Datenformate finden Sie im ZRE-Handbuch. Sie finden es unter Hilfe, Handbuch. Im Handbuch finden Sie auch eine Liste von Tastenkombinationen, die Sie in Zeiss Reverse Engineering verwenden können. Die wichtigsten sind wahrscheinlich STRG Z für rückgängig und STRG Y für wiederholen. Okay, zurück zur ZRE-Benutzeroberfläche. Die Daten werden im CAD-Fenster angezeigt. Das CAD-Fenster ist Ihr Hauptarbeitsbereich. Sie können die importierten Daten aus verschiedenen Blickwinkeln und Positionen betrachten. Verwenden Sie die linke Maustaste, um das Netz zu verschieben, die rechte Maustaste, um es zu drehen und das Mausrad zum Vergrößern und Verkleinern. Dazu können Sie das Mausrad auch gedrückt halten und die Maus nach oben oder unten bewegen. Alternativ können Sie den Navigationswürfel in der linken unteren Ecke verwenden. Klicken Sie auf eine beliebige Ebene oder Kante, um die Ansicht anzupassen. Und verwenden Sie die Pfeile, um das Netz zu drehen. So viel zum Hauptarbeitsbereich. Sehen wir uns nun den Rest der Benutzeroberfläche an. Oben befindet sich die Menüleiste. Sie enthält die grundlegenden Befehle für ZRE, wie zum Beispiel Speichern unter, Rückgängig, Wiederholen, Import und Export, Einstellungen und Hilfe. Hier finden Sie das Handbuch. Wenn Sie auf den kleinen Pfeil darunter klicken, öffnet sich der Modellexplorer. Er enthält alle Elemente im Projekt. Zur besseren Übersicht werden Elemente nach ihrem Typ kategorisiert. Netze und Punktwolken befinden sich beispielsweise in der Kategorie Punkte. Elemente, die Sie in ZRE erstellen, werden den Kategorien Flächen, Kurven, Kurvenzüge oder Körper zugeordnet, je nachdem, um welches Element es sich handelt. Dadurch können Sie Ihre Prozessschritte leichter verfolgen. Im Modellexplorer können Sie Elemente oder ganze Kategorien ein- und ausblenden, Elemente kopieren, löschen und umbenennen und die Eigenschaften öffnen. Neben dem Modellexplorer befindet sich die Action Bar. Sie enthält alle Funktionen, die für Reverse Engineering benötigt werden und ist in Kategorien unterteilt. Sie können Elemente zum Beispiel aus Scan-Daten oder mit anderen Elementen im Projekt erzeugen. Sie können Elemente bearbeiten, Analysen durchführen und hier ganz einfach nach einer Funktion suchen. Wenn Sie eine Aktion in der Action-Bar auswählen, öffnet sich das entsprechende Untermenü. Hier können Sie eine Kategorie auswählen und auf die zugehörigen Funktionen zugreifen. Wenn Sie auf die Funktion klicken, öffnet sich der Funktionsdialog. Jetzt können Sie die jeweilige Funktion ausführen. Das klingt jetzt vielleicht etwas abstrakt, ist aber selbsterklärend, wenn Sie mit ZRE arbeiten. Okay, schauen wir uns die rechte Seite an. Hier finden Sie die Toolbar. Die Toolbar enthält verschiedene Selektionsmodi. Einige davon werden wir in anderen Tutorials verwenden. Aber hier ein kurzes Beispiel. Wenn die Elementselektion aktiv ist und ich auf das Netz klicke, wird das gesamte Netz selektiert. Um die Selektion aufzuheben, drücken Sie STRG und die linke Maustaste. Wenn ich dagegen die Subselektion aktiviere, kann ich Teile des Netzes selektieren.
Verwenden Sie Alt, um Punkte hinzuzufügen, Umschalt, um die Punkte zu deselektieren und Steuerung, um die aktuelle Selektion zu invertieren. Klicken Sie hier, um die Punktselektion zu verwerfen. Weitere Informationen zu Selektionen finden Sie im Handbuch. Dort finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Selektionsmodi sowie die damit verbundenen Tastenkombinationen. Die Toolbar ermöglicht es Ihnen auch, die Schattierung von Cutflächen anzupassen und die Sichtbarkeit von Polygonnetzen anzupassen. Und falls Ihre Daten im Cut-Fenster verloren gehen, können Sie sie mit der Option auf Bildschirm einpassen ganz einfach wiederfinden. Am unteren Rand des Cut-Fensters befindet sich die Sub-Toolbar. Hier können Sie einen Screenshot erstellen, zum Beispiel für Reporting-Zwecke. Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie einen Speicherort für die Screenshots definieren. Öffnen Sie dazu Einstellungen und legen Sie den gewünschten Ordner fest. Die Sub-Toolbar bietet auch Optionen, um die Transparenz von Elementen anzupassen. Mit der Highlight-Funktionalität können Sie Elemente vorübergehend transparent erscheinen lassen, indem Sie den Mauszeiger darüber bewegen. Geben Sie hier einen Wert ein und klicken Sie auf dieses Symbol, um die Highlight-Funktionalität ein- oder auszuschalten. Mit den anderen vier Werkzeugen können Sie die Transparenz aller oder bestimmter Elemente in Ihrem Projekt anpassen. Das war's zur kurzen Einführung in die ZRE-Benutzeroberfläche. Um mit der Software zu arbeiten, schauen Sie sich das folgende Video an: Netze bearbeiten und ausrichten in Zeiss Reverse Engineering. Und wenn Sie eine umfassendere Schulung suchen, schauen Sie sich das Basic Training Zeiss Reverse Engineering an. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung.